Seit ihr Lebensgefährte auf der Intensivstation starb, findet Hannelore bald keine Ruhe mehr. Die Umstände seines Todes quälen sie. Doch jetzt ist das, was sie bedrückt, zum Politikum geworden. Der Gesetzgeber wird entscheiden, unter welchen Bedingungen Menschen um Organspende gefragt werden dürfen. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion: der Hirntod. Pfingsten 1995. Hannelore Balls Lebensgefährte, Christoph M., erleidet ohne Warnsignale eine Gehirnblutung. Als Notfall wird er auf die Neurochirurgie des Großklinikums Aachen eingeliefert und operiert. Der neurochirurgische Eingriff bringt keine Besserung. Christoph M. bleibt ohne Bewusstsein. Stunde um Stunde sitzt Hannelore Bald mit ihrem Sohn an seinem Bett. Pfingstmontag gegen 9:30 hat der behandelnde Assistenzarzt Dienstschluss. Er verabschiedet sich und sagt, er wisse nicht, ob man mit so einer geringen Blut- und Sauerstoffversorgung im Gehirn überleben könne. Von Hirntod spricht der Arzt nicht. Und da hat er zu uns dann gesagt, er müsste denn mit uns mal sprechen über Organentnahme. Und da habe ich gesagt, ob wir das nicht woanders besprechen könnten. Ich möchte das nicht hier im Raum, wo Christoph liegt. Und da hat er gesagt, ja wieso? Der hört doch sowieso nichts mehr, der ist doch sowieso hirntot. Und da habe ich gesagt, aber trotzdem möchte ich das hier nicht besprechen. Und da hat er gesagt, ja dann kommen Sie bitte mit. Dann sind wir in sein Zimmer gegangen, nehme ich mal an, das war sein Zimmer. Und da hat er gleich losgelegt. Über Organentnahme. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich hätte jetzt nur noch darauf gewartet. Ich war schon aufgeregt jetzt gewesen, als er schon im Zimmer davon anfing. Und da habe ich gesagt, ich bin dagegen. Und dann wollte er mich aufklären über Organentnahme. Und da habe ich gesagt, er brauchte uns gar nicht darüber aufzuklären. Ich wüsste schon, wie das vonstatten geht. Und Christoph wollte das nicht. Wir hätten uns ein paar Wochen vor seinem Tod des Öfteren darüber unterhalten und er wollte das nicht und ich würde mich daran halten. Hannelore Bald ist geschockt. Bisher waren die Ärzte auf der Station einfühlsam mit ihr umgegangen. Doch dieser junge Arzt, der nicht älter ist als ihr Sohn, zeigt keinerlei Gefühlsregung. Er versucht mit allen Mitteln, eine Organspende zu erzwingen. Dann hat er auf einmal gesagt, ich könnte das sowieso nicht entscheiden. Ich wäre ja schließlich nur seine Lebensgefährtin und nicht seine Ehefrau. Also so quasi, was wollen Sie denn überhaupt? Und daraufhin hat er dann gesagt, ich müsste seine Schwestern jetzt anrufen. Christoph hatte kein gutes Verhältnis zu seinen Schwestern, so wie er mir erzählt hat immer. Und ich habe sie ja auch in der Zeit nie kennengelernt, solange wir zusammengelebt haben. Haben Sie das dem Arzt gesagt, dass da ein schlechtes Verhältnis war? Ja, ich habe ihm das dann gesagt und habe auch den Arzt noch gesagt, warum sollen jetzt Schwestern über Christoph entscheiden, die überhaupt kein gutes Verhältnis zu ihm haben. Mein Sohn und ich, wir beide wissen, was Christoph wollte und wie er sich entschieden hat. Und nicht seine Schwestern. Und wir beide, wir sind seine nächsten Angehörigen, habe ich gesagt. In diesen nervenaufreibenden Stunden war ihr Sohn dabei. Beide hatten erklärt, warum Christoph M. eine Organspende ablehnte. Der Bruder von Hannelore Bald war 1978 auch als hirntot bezeichnet worden. Die Geräte sollten abgestellt werden. Auf Wunsch der Familie setzten die Ärzte die Beatmung fort. Der Bruder wachte auf. Er ist leicht behindert, aber er lebt. Der junge Arzt reagiert mit Achselzucken. Er gibt zu verstehen, dass Laien oft intellektuell nicht in der Lage seien, den Hirntod zu begreifen. Fast zeitgleich diskutieren Juristen, Theologen, aber auch Ärzte in einem Bundestagshearing darüber, ob der Hirntod der Tod des Menschen sei. Bilder wie diese hatten für Verwirrung gesorgt. Ein Hirntoter liegt ruhig im Bett.
Dann hebt er eine Hand, nimmt beide Hände zum Kopf, um schließlich in dieser ergreifenden Geste zu verharren. Reflektorische, ungezielte Bewegungen, sagen viele Mediziner. Die Diskussion, wie tot Hirntote sind, ist entbrannt. Sie berührt einen der heikelsten Punkte der Transplantationsmedizin, der bisher gesetzlich nicht geregelt ist. Der Gesetzentwurf des federführenden Gesundheitsministeriums enthält die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Das heißt, Verwandte dürfen bei der Organentnahme mitentscheiden. Der Entwurf ging durch die Ausschüsse. Doch jetzt plädieren viele Politiker aller Fraktionen für eine sogenannte enge Zustimmungslösung. Das heißt, nur der Betroffene darf zu Lebzeiten entscheiden, ob er in seiner Sterbephase Organe spenden will oder nicht. Auch der Bundesjustizminister hat sich als Abgeordneter der FDP diesem Vorschlag angeschlossen. Er hält Hirntote für Sterbende, nicht für Tote. Wenn es richtig ist, und davon gehe ich jetzt mittlerweile aus, dass das menschliche Leben mit dem Ausfall der Hirnfunktion eben noch nicht zu Ende ist, dann kann über dieses ausklingende Leben, jedenfalls über dieses weniger werdende Menschenleben, niemand anderes befinden, wie es denn ausklingen soll, ob es überhaupt verlängert werden darf zum Zwecke der Organtransplantation und ob dann die Transplantate entnommen werden dürfen oder nicht. Es kann für mich jedenfalls, da bin ich ein bisschen auch noch Kriegsgeneration, überhaupt nicht akzeptabel sein, dass Menschen über das Leben anderer Menschen bestimmen. Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages kam zu der gleichen Wertung. Ein Erdrutsch mit enormen Konsequenzen. Für die Befürworter der engen Zustimmungslösung sind Hirntote Sterbende und somit noch Lebende. Sie sehen im Hirntod nicht den Tod des Menschen. Trotzdem soll er bei schriftlicher Zustimmung das Kriterium für eine Organentnahme sein, um die Transplantationschirurgie weiterhin zu ermöglichen. Diesen Vorschlag hält der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, wie die meisten seiner Kollegen, für ungeheuerlich. Ich bin der Auffassung, dass bei dieser Lösung kein verantwortlicher Arzt Organe entnehmen kann oder überhaupt dann auch solche Transplantationen dann durchführen kann. Denn es bedeutet nichts anderes, dass bei einem Sterbenden, der er dann ja ist, obwohl die Hirntodkriterien erfüllt sind, dieser zu dem definitorischen Tod gebracht wird durch den Akt der Organentnahme. Das ist eine bewusste Tötung. Die wird auch nicht dadurch legitimiert, dass derjenige, der vorher seine Zustimmung gegeben hat, dies erlaubt. Das können Sie dann im weitesten Sinne als Tod auch verlangen oder derartiges definieren. Auch diese Legitimation würde meines Erachtens die Ärzte nicht berechtigen, bei nicht festgestellten und allgemein akzeptierten Tod bei vorliegenden Hirntodkriterien Organe zu entnehmen. Jetzt sind ja aber der Bundesjustizminister und der Bundesforschungsminister beide auch der Anschauung, dass der Hirntod nicht der Tod des Menschen ist. Wie gehen Sie damit um? Ja, das sind persönliche Meinungen. Das muss man so akzeptieren. Umgehen kann man damit nur so, dass man versucht, weiter aufklärerisch tätig zu sein und die Hoffnung darauf zu setzen, dass der breitere Konsens, der Gott sei Dank schon mal da war, dass der Hirntod auch als Tod des Menschen angesehen wird, dass sich der doch durchsetzen wird. Würden Sie denn weiter transplantieren, wenn der Hirntod nicht als Tod des Menschen ins Gesetz kommt? Ich würde es persönlich und für mein Haus und für meine Abteilung, für die ich Verantwortung habe, klar ablehnen. Ich muss noch mal betonen, bei dieser Lösung würde die Explantation von Organen bei dem nicht als Tod definierten den Akt einer aktiven Tötung darstellen. Das ist für mich nicht vertretbar. Die Kontroverse um den Hirntod zeigt, wie sehr der junge Arzt bei Frau Bald über das Ziel hinausschoss. Angehörige in ihrer schwersten Stunde nach Organen zu fragen, fällt den meisten Ärzten schwer. Doch viele sehen darin eine Verpflichtung, um anderen Menschen, die auf ein Organ warten, zu helfen. Ein Dilemma, das vielleicht auch den übereifrigen Arzt dazu trieb, sich über Hannelore Balds Gefühle brüsk hinwegzusetzen. Der Sohn über die Situation. Der war meines Erachtens nach aggressiv, überheblich, hat so einen starken Druck auf meine Mutter ausgeübt, hat sich gar nicht um die Situation ja auch gekümmert, in der meine Mutter ist. Ich meine, wenn mein Lebenspartner stirbt oder im Sterben liegt, also dann kann man ja nicht von einem erwarten, dass man dann da
mit dem über Organentnahme fachsimpelt oder so, als wäre das nichts, als wäre das ein Stück totes Fleisch. So die und dann überhaupt so, wie ich eben schon immer sagte, bei dem Alter von ihm, dass er da so kalt drüber hinweggeht über solche Sachen. Ich hatte auch so das Gefühl, so ungefähr, wenn jemand mit einem anderen Menschen so Gehirnwäsche macht, ich muss dich jetzt von meiner Meinung überzeugen und die hast du so akzeptieren. Der Klinikdirektor in Aachen sieht sich aus Gründen der ihm auferlegten ärztlichen Schweigepflicht nicht in der Lage, sich zu den Vorkommnissen vor der Kamera zu äußern. Schriftlich teilt er mit, dass er das Bedrängen von Angehörigen für falsch hielte, es entspräche nicht den Gepflogenheiten in seinem Hause und fände nicht seine Billigung. Selbst viele Transplantierte möchten ihr Organ nicht einem Nervenkrieg am Sterbebett verdanken. Nicola Paulini ist 50 Jahre alt und hat innerhalb von 6 Jahren 2 Lebertransplantationen hinter sich gebracht. Er ist dankbar, dass er überlebt hat und weiter politisch tätig sein kann. Trotzdem empfindet er es als unerträglich, wenn Menschen ins Unrecht gesetzt werden, weil sie keine Organe spenden wollen. Mit diesem Standpunkt steht er bei Diskussionen mit anderen Transplantierten nicht selten allein da. Es wird hier appelliert an, an das Gewissen. Wenn du jetzt Ja sagst, kann jemand anderer leben. Wenn du Nein sagst, sterben 2, 3 Menschen, weil du zu egoistisch bist für deinen Angehörigen. Ich finde es nicht gut, wenn jemand bedrängt wird. Das muss primär von dem Spender selbst kommen. Und eine Spende ist es ja nur dann, wenn ich das freiwillig mache. Und in dem Moment, wo man mich als Angehörigen bedrängt, dann ist es ja im Grunde genommen keine Spende mehr. Zumindest nicht von dem, das Organ stammt. Das ist dann eine Abgabe. Und dafür bin ich nicht. Es muss was Freiwilliges sein. Und das kann nur von mir selbst kommen. Können Sie eigentlich die Informationspolitik so akzeptieren, wie sie jetzt gelaufen ist in den letzten Jahren? Nein. Das ist keine Informationspolitik. Das ist ein Lavieren mit irgendwelchen Argumenten, die eben immer angepasst werden auf die Situation. Ich meine, das gehört also wirklich dazu, dass man das gesamte Thema grundsätzlich diskutiert. Dazu gehören seiner Meinung nach auch Tatsachen, über die lange geschwiegen wurde, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Der hirntote Organspender muss eine Vollnarkose bekommen, damit er auf dem OP-Tisch keine unkontrollierten Bewegungen macht. Sein Blutdruck steigt während der Organentnahme stark an. Eine Stressreaktion, die nichts mit dem Leben zu tun habe, heißt es. Doch viele Menschen, auch Ärzte, sehen das anders. Ich denke schon, dass die Transplanteure, die ja subjektiv ein hohes ethisches Ziel anstreben, Leben zu retten, daran interessiert sind, nur mit Organen zu hantieren, die von Toten entnommen worden sind. Es ist schwierig, sicherlich die Vorstellung zu haben, dass die Organe von einem Sterbenden entnommen worden sind. Gleichzeitig müssen aber die Organe warm und lebendig sein. Da liegt ja das ganze Dilemma. Kann man denn sagen, auf der einen Seite ist die Emotion und auf der anderen Seite ist die Wissenschaft, die heute ja einen höheren Rang hat als die Emotion? Bei dem Thema Hirntod kann und will ich das nicht unterscheiden. Wenn ich ärztlich tätig bin, läuft beides sehr eng miteinander verwoben einher. Ich fühle Patienten an, ich spüre beim Hirntoten den kräftigen Puls, die warme Haut. Ich sehe mit meinem optischen Organ das rosige Gesicht. Ich rieche seine Ausscheidungen. Das alles kann ich jetzt nicht ganz haarscharf trennen. Aber gerade bei der Frage, ist der Mensch, der hier vor mir liegt, tot oder nicht, spielen diese emotionalen und Erfahrungsdinge, vorreflektorisch wird heute dazu gesagt, eine ganz entscheidende Rolle. Ist das für Sie ein anderes Gefühl, wenn jemand wirklich tot ist? Ein völlig anderes Gefühl. Natürlich. Auch eine völlig andere Sinneswahrnehmung.
Die Erfahrungen mit ihrem als Hirntod bezeichneten Bruder haben Hannelore bald tief geprägt. Schon einmal hatte sie miterleben müssen, wie schwierig im Grenzland zwischen Leben und Tod eindeutige Aussagen sein können. Lange war das Thema tabu. Doch jetzt, kurz vor der zweiten und dritten Lesung im Bundestag, wollen viele Abgeordnete nicht mehr wie bisher nur über den Bedarf an Organen diskutieren. 180 Volksvertreter sprechen sich in verschiedenen Alternativentwürfen dafür aus, den Hirntod nicht im Gesetz zu verankern. Da der Hirntod, ich sage das in Anführungsstrichen, da dieser Hirntod mit einer Technik festgestellt wird, die sich wandeln kann, kann er morgen ganz was anderes sein. Es wird immer das Bewusstsein, das Vorhandensein von Bewusstsein als besonderes Kriterium für Leben dargestellt. Das heißt, der Mensch wird auf einige wichtige Funktionen reduziert. Und das Menschsein wird durch das Bewusstsein repräsentiert, dass der Mensch noch viel mehr ist, dass er auch mit dem Bauch lebt und dass er auch fühlt und dass viele, viele Funktionen im Menschen vorhanden sind, die zusammengehören, die man als eines sehen muss. Das wird dabei völlig ausgeblendet. Und das ist ein technokratischer Ansatz, dem ich nicht folgen möchte. Laut Deutschem Ärzteblatt sprachen sich mittlerweile auch erstaunlich viele Ärzte für die enge Zustimmungslösung aus. Niemand will die Transplantationsmedizin in Frage stellen. Doch eine eindeutige gesetzliche Regelung scheint unerlässlich. Das Feilschen am Sterbebett wäre dann undenkbar. Um Mitternacht startet der junge Mediziner in der Aachener Klinik einen letzten Versuch, Hannelore bald umzustimmen. Der Nervenkrieg am Sterbebett geht weiter. Fast wie zur Strafe, sagt sie, kündigt er das Abschalten der Geräte an. Ja, kurz nach 12. Dr. ist gegen 12 Uhr gekommen und hat zu mir gesagt, er würde Christoph jetzt noch mal untersuchen. Ich sollte bitte rausgehen. Ich bin dann rausgegangen. Und 5 Minuten später kam doch was wieder. Ich habe nämlich auf die Uhr geguckt und hat zu mir gesagt, er ist eindeutig hirntot. Ich stelle ab. Und da habe ich gesagt, und das können Sie jetzt alleine? Ja, das kann ich alleine, hat er gesagt. Und da habe ich gesagt, ich denke, es müssen immer 2 Ärzte den Hirntod feststellen. Nein, das kann ich alleine. Und daraufhin fing er wieder mit Organentnahme an. Also hat mich wieder gefragt, ob ich denn nicht doch für die Organentnahme wäre und fing wieder an, wie viele Menschenleben man damit retten könnte und so weiter. Und da habe ich gesagt, ach so, sag ich, jetzt auf einmal bin ich wieder kompetent. Vorher war ich ja nicht kompetent. Ne? Und da habe ich gesagt, ich habe Ihnen gesagt, ich bin dagegen und ich möchte das nicht. Nach 5 Minuten, sagt sie, war die Diagnose abgehakt. In der Regel dauert sie mindestens 30 Minuten. Staatsanwalt Rainer Beckmann aus Würzburg kennt die Unsicherheiten im Verfahren. Für die Christsoziale Union hat er lange an einem Gesetzentwurf mitgearbeitet. Trotz einer ausufernden Transplantationsmedizin hält er das Detailwissen der Politiker für begrenzt. Es ist auch ein großer Teil Unwissen und Unkenntnis über die Praxis, denn der Gesetzgeber handelt natürlich nur danach, was in Anhörungen von Experten und über die Interessenvertreter der Ärzteschaft ihm unterbreitet wird. Und natürlich ist auch bei der Vorbereitung dieser Gesetze sind auch die an diesen Gesetzen interessierte Verbände beteiligt. Und die haben natürlich kein Interesse, das, was möglicherweise kritisch ist, darzulegen, sondern ein fehlerfreies Funktionieren im eigenen Bereich darzustellen. Und von daher wird meines Erachtens viel zu sehr unter der Voraussetzung, dass ohnehin alles bestens läuft, die Regelung getroffen und nicht unter dem notwendigen Gesichtspunkt, was passiert, wenn die Regelungen eben nicht eingehalten werden. Die Not der Wartenden steht außer Frage. Doch rund um die Transplantation hat sich weltweit ein gewaltiger Markt entwickelt. Die Diskussion um den Hirntod gerät zur Existenzfrage für die deutsche Transplantationsmedizin. Oder auch zur Standortfrage, wie viele meinen. Krankenhäuser sanieren sich durch die teuren Operationen. Pharmafirmen machen mit Medikamenten gegen die Abstoßung von Organen immense Umsätze. Die Transplantationsmedizin ist ein Wachstumsmarkt. Ich sage das mal so etwas verbittert, denn eigentlich hat hier der Markt nichts zu suchen in diesem Bereich.
Hier geht es um Spenden und hier geht es um Menschen, die um Hilfe bitten. Und dieses Vermitteln ist ärztliche Aufgabe. Aber alles, was mit Markt zu tun hat, was Anreize schafft durch Geld, sollte hier von fern gehalten werden. Und ich fürchte, dass das nicht immer ganz glückt. Wenn ich weiß, dass eine Firma 4 Milliarden D-Mark allein durch die Immunsuppressiva verdient im Jahr, die nötig sind, um Organe nicht, damit Organe nicht abgestoßen werden, dann muss ich schon fragen, was hat diese Firma in diesem Gespräch zwischen den Menschen zu tun? Darf sie sich da überhaupt einmischen? Darf sie ihr Interesse irgendwie einbringen? Ich würde das nicht wollen. Eine Firma, die viel Geld an Organtransplantationen verdient, die sollte in dieser Beziehung zwischen Spender und zwischen Empfängern nichts zu suchen haben. Ein Schulungsprogramm der europäischen Spenderkrankenhäuser auf Initiative von Eurotransplant. Hier soll das Klinikpersonal auf das heikle Gespräch mit den Angehörigen trainiert werden. Gesponsert wird dieses Programm von dem Pharma-Multi Sandoz, der mit einem Präparat gegen die Abstoßung Milliardenumsätze macht. Argumentationshilfen werden geliefert. Der Tod kann durch die Organentnahme noch einen Sinn bekommen, heißt es. Die Trauer sei dann leichter zu ertragen. Und wenn diese Firma konkrete Schulungen für das Klinikpersonal sponsert, wie man Angehörige dazu bringt, Organe zu spenden? Dann geht bei mir die rote Lampe an. Dann werde ich misstrauisch. Dann ist es nicht die Nächstenliebe, sondern es ist Profitinteresse, was dahinter steht. Und das hat dann nichts zu suchen. Nach Mitternacht hofft Hannelore bald immer noch, dass ein erfahrenerer Arzt erscheint. Auch viele Mediziner und Juristen meinen, dass zur endgültigen Aussage über den Hirntod in jedem Fall umfangreiche Untersuchungsprotokolle notwendig sind. Sie irren. Eine Nachfrage bei der Bundesärztekammer belehrt eines Besseren. Wenn keine Organentnahme erfolgt, ist die Prüfung aller Kriterien und deren Protokollierung nicht, Zitat, zwingend erforderlich. Also ist dem jungen Arzt kein direkter Vorwurf zu machen, als er um 0.58 Uhr die Beatmungsmaschine abstellt. Ich stand an der Seite, am Kopfende von Christoph, das war auf der rechten Seite. Er ging zu dem Apparat, zog die Schläuche raus, so ungefähr, als ob ich jetzt irgendwo einen Herd abdrehen gehe. Und hat auf den Schlauch, den er im Mund hatte, einen Stopfen drauf getan. Und daraufhin habe ich dann gesehen, wie bei Christoph der Hals also so ein bisschen anschwoll, die Adern, die waren am Fibrieren. Und da habe ich zu gesagt, der lebt doch, was machen Sie denn hier? Der atmet doch. Und dann hat er gesagt, nein, der atmet nicht mehr, das ist das Herz, das jetzt so schlägt. Und dann ist er rausgegangen. Dann kam eine Krankenschwester und hat sich von der anderen Seite am Bett gestellt. Und auf einmal drehte Christoph den Kopf und guckte mich aus halbgeschlossenen Augen an. Und die Pupillen waren genau auf mich gerichtet. Und da habe ich zu der Schwester gesagt, was macht ihr denn hier, der lebt doch. Und hat die Schwester gesagt, nein, so ist das Sterben. Und auf einmal winkelte er den rechten Ellbogen an, zog den Ellbogen also so hoch und hielt mir seine Hand entgegen. Und da habe ich wieder gesagt, was macht ihr denn? Der lebt doch, der ist doch gar nicht tot. Da hat die Schwester zu mir gesagt, ach so, vorher hat sie noch gesagt, als er die Augen aufmachte, ja, so ist das Sterben. Und als er dann die Hand hinhielt und ich sagte, was macht ihr denn? Der lebt doch noch. Der ist doch nicht tot. Dann hat sie zu mir gesagt, geben Sie ihm Ihre Hand, er will Ihre Hand haben. Da habe ich ihm meine Hand gegeben und die hat er dann gedrückt, ganz fest gedrückt, bis zum Schluss, bis er tot war. Und dann hat die Schwester noch zu mir gesagt, sagen Sie ihm was Gutes, damit das leichter hat zu gehen. Vom Abstellen der Geräte ist im Arztbrief nicht die Rede. Die Todesursache wird lapidar als Herz-Kreislauf-Versagen angegeben. Phänomene wie Augen öffnen und gezielt die Hand ausstrecken, erklärt der Klinikdirektor mit Tonusverlust der Muskulatur und nicht willentlich gesteuerten Reflexen. Andere Ärzte halten all dies für ungewöhnlich. Der Staatsanwalt stellt nach einer Obduktion die Ermittlungen ein. Erst nach endgültiger Hirntodfeststellung, so die offizielle Meinung, darf nach Organen gefragt werden. Doch manche Ärzte halten sich nicht daran. Dr. Joker ist zweiter Vorsitzender des Verbandes der Wachkoma-Patienten. Das sind Menschen ohne Bewusstsein, die jahrelang leben können. Seit Oktober registrierte der Arzt 25 Anrufe. Angehörige waren gefragt worden, ob man die Therapie nicht abbrechen sollte.
Es wurde immer gesagt, sie seien so schwer verletzt, dass schwerste Hirnschädigung zurückblieben, nicht, und ein lebenswertes Leben nachher nicht mehr möglich wäre. Nicht, und in einem zweiten Gespräch wurde dann immer nach Organen gefragt, nicht, sind Sie bereit, die Organe Ihres Angehörigen freizugeben? Und das hat die meisten sicherlich so geschockt, dass sie mich angerufen haben, nicht, um sicher zu sein, dort keine falsche Entscheidung zu treffen. Aber eigentlich ist ja ein nicht lebenswertes Leben kein Kriterium dafür, dann jemanden die lebenswichtigen Organe wegzunehmen. Das geht ja eigentlich erst nach dieser regulären Todesdefinition, eigentlich eine unzulässige Frage. Natürlich ist es eine unzulässige Frage, nur man muss natürlich eines sehen, ein junger Arzt auf der Intensivstation versucht schon mal, die Patienten in gewisser Weise unter Druck zu setzen, indem er halt eben behauptet, es wäre nachher ein unwertes Leben, wenn ihr Angehöriger überlebt. Das kann er überhaupt gar nicht sagen, das kann er überhaupt gar nicht entscheiden. Nur ein vollständig festgestellter Hirntod erlaube eine Organentnahme, erklärte Dr. Joker den verwirrten Angehörigen. Was ist aus den Fällen geworden? Das Ergebnis hat auch ihn verblüfft. Von diesen 25 Patienten weiß ich von 11 Patienten, dass sie noch leben. 7 Patienten sind gestorben. 2 Patienten sind explantiert worden. Von 5 Patienten habe ich keine Rückantwort bekommen. Ich kann darüber keine Aussage machen. Das heißt aber, die noch leben, leben schon seit Wochen und Monaten. Das ist richtig, ja. Eine gefährliche Gratwanderung, Menschen ohne Bewusstsein, die nicht hirntot sind, als potenzielle Organspender zu taxieren. Ihr Stammhirn funktioniert. Es reguliert Atmung, Blutdruck und Temperatur. Sie können weinen und lachen. In Amerika, vereinzelt auch bei uns, wird die Organentnahme bei Koma-Patienten heftig diskutiert. Das englische Ethikinstitut King's College verkündete, dass man über die Organentnahme bei lang anhaltendem Koma derzeit nicht nachdenke. Das derzeit macht stutzig. Die Gefahr besteht, dass der Hirntod nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft immer weiter zum Leben hin definiert wird. Deshalb wollen viele den Hirntod nicht im Gesetz festgeschrieben haben. Der Bundesjustizminister. Ich glaube, die Diskussion ist über diesen Punkt mittlerweile hinweg, dass wir in das Gesetz hineinschreiben, dann und dann ist das menschliche Leben zu Ende. Das geht nämlich schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Es steht nun einmal im Grundgesetz, also auf der Höhe der Verfassung, drin, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit als garantiertes Grundrecht. Und da kann nicht der einfache Gesetzgeber hergehen und das, was die Verfassung mit einem viel höheren und grundsätzlichen Geltungsrang garantieren will, nun mit seinem niedrigeren, einfach gesetzlichen Rang hindefinieren, wie es gerade passt. Wir müssen das nehmen, was die Verfassung unter dem Stichwort Leben versteht. Organspende kann Leben erhalten, Lebensqualität verbessern. Das ist bei allen gegensätzlichen Standpunkten unbestritten. Bedenklich wird es, wenn der Bedarf an Organen die Spielregeln bestimmt.